er selbst hinter ihm her wäre. Guck, guck. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack zockt Gothic 2 in der Erweiterung Die Nacht des Raben. So, und den Raben, den haben wir platt gemacht, der ist weg. So, fertig. Jetzt. Nee. Das Auge Innos haben wir. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Vom Bennett. Genau so, wie du sagst. Wo ist das Ding hier? Auge Innos. Der Edelstein ist matt und kraftlos. Wir haben heute eine Menge vor in der halben Stunde hier auf dem Dach. Gucken, wie spät das ist. Dort wird der Zeiger sein. Jo. Meine Erkältung ist immer noch nicht ganz abgeklungen. Wollte eigentlich heute Sonntag. Wollte eigentlich heute nach Dresden hier auf Striezelmorg den Cora mit einem Treffen. Weil. Aber so verschnuppt und verhustet, wie ich zurzeit noch ein bisschen bin, stecke ich am Ende nur alle an und dann ist es auch nicht so schlecht. Hast du einen Gesundheitsspot gemacht und alles. Ja. Fürs Spiel hier muss es reichen. Ich meine, die Ansteckungsgefahr hier über die Technik, das ist relativ gering. Bis null. Ja. Aber ich schließe jetzt hier von meinen Wehwehchen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt in die Stadt gehen, genau. So. Wie gesagt, wir haben ein bisschen was vor. Stadt, wo ist die Stadt? Wer hat die Stadt geklaut? Gib mir meine Stadt zurück. Ja, wir haben sogar die Minecrawler-Plattenrüstung jetzt. Wozu, weiß ich zwar auch nicht, aber anziehen werde ich sie nicht. Die ist 30 Punkte schwächer als meine Drachenjäger-Rüstung. Ich habe es selbst erlebt. Gar nichts mehr. Ich habe was. Ja. Da werden wir uns hier noch mit ein paar Heiltränken eingedecken. Wir haben jetzt 11.260 Kröten hier. Stimmt, zum Halvor wollte ich noch gehen. Der Vatras, der ist ja schon auf dem Weg zum Auge Innos Platz. No, dann gehe ich noch zu Xarda. Ne, zuerst zu Psympyroka. Habe ich überhaupt schon einen Teleporter zum Kloster? Schlimme Zeiten sind das. Verdammt, nein. Wieso habe ich keinen Teleporter zum Kloster? Was ist denn das? Ich habe was anderes gehört. Was soll denn diese Scheiße? Ja, ich war noch. Nee, doch. War schon mein Kloster. Was hey. Du warte mal, warte mal, warte mal. Doch, hier ist er doch. Er redet einfach zu viel. Ach Gott. Nee, zum Halber wollte ich doch mal Geschäfte bitte machen. Da wollt ihr mal mir ein ganzes Silbergerümpel nicht auf einmal abkaufen. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich glaube da nicht dran. Der arme Kerl kann einen Leuten. Ach, und ich weiß, wo wir dann fix noch hingehen. Ja. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 450 Goldstücke. Du bist so ein Bob-Eker, mir. Ich wäre mir da nicht so sicher. Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder. Sonst wird noch jemand misstrauisch. Ja, hör auf zu jammern, Mensch. Wenn du mir schon so eine Geschäfte anbietest, dann mach ich ordentlich was draus. Ja. 141. Wir haben heute, wie gesagt, brauche ich nicht mal zu. Hatte ich schon gesagt. Habe ich noch einen Rennsaft hier. Ich habe noch eine Sache vor. Ja, komm. Hätte ich vorhin schon machen können, wo ich auf Onas Hof war. Habe ich aber nicht. Das hat er wirklich nicht verdient. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Mich fragt doch schon lange. Nee, das machen wir anders. Kloster. Ja, 5. Wo ist die 5? Ja, ist die 5. Kloster. Na, Milton, du alte Socke. Arlan, wo ist denn die Kirche? Der Hammer ist verschwunden. Ach stimmt, der Richter wollte ja noch den Hammer haben. Geben wir uns später. Jo, die Sache mit Morgahart, stimmt, das war ja auch noch. Ja, hier. Ich habe mit Vatras gesprochen. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Innos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Hey, das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören.
Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Watras nicht helfen. Ohne dich geht es nicht. Watras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. So. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ist ja... Ihr Magierbosse, ihr seid wirklich das Allerletzte, ehrlich. Ob nun hier der Bürokrat oder der Satoras, die haben alle nimmer alle, ja, ist das... Nee, einer bescheuert als der andere. Bleib halt auf deinem Kackbacken sitzen, ja, und lass die Welt hier untergehen, meine Fresse nochmal. Ja, so ein Theater jedes Mal. Ja, wo ist Xardas hier? Hier auf der 6. müsste er sein, ja, hier. Natürlich fällt wieder aus Mana. Ja. Nee, ich meine, die wollen ja die großen Macker sein, wollen die Welt retten und so ein Scheiß. Jetzt komm ich hier, will die Welt retten. Ich komm nicht mit, weil wer da erkrallte, alte Sack dort nicht passt. Ist doch wahr, Leute. Das ist doch so ein Kindertheater, wirklich. Die Nummer 6 hier, Xardas. Ja, das ist wirklich wie im Kindergarten. Nein, mit dem spiele ich nicht. Der hat mir letzten Satz ins Gesicht geschmissen. Da könnte ich ausflippen. Und wegen dem Rumgejammer sind wir zuerst zum Büro gegangen und jetzt zum Xardas. So. Weil ich habe keine Lust, den Weg zum Sonnenkreis zweimal zu trampeln. Ja, gespeichert auch eigentlich gerade. Ja, Entschuldigung. Muss ich gleich wieder mal. Hey, du. Ja. Ich habe den unbekannten Teil der Insel erforscht. Und? Was hast du gefunden? Die ganze Sache dreht sich um ein mächtiges Artefakt. Die Klaue Belias. Die Klaue Belias? Wo ist sie jetzt? Trägst du sie bei dir? Ja, ich habe sie hier. Höchst interessant. Diese Waffe kann uns von großem Nutzen sein, aber sie ist auch äußerst gefährlich. Gib gut auf dich Acht und vor allem verliere sie nicht. Verlieren? Ich halte die schon fest, da brauchst du keine Angst an. Das Auge Enos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und es leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Watras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Watras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. So sieht's aus. Ja. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Watras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach. Und bevor du abtrampelst, machen wir das hier. Ja. Pyroka weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So. Pyroka also. Interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig, aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Damals, als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe, verschlossen auf Sekops Bauernhof.
Du traust diesem Seekorb? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Es ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyrokar dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Ja. So. Basum. So. Wäre ich jetzt zu Pyrokar gegangen, hätte ich dann wegen dem Dialog wieder über die halbe Insel trampeln müssen. So. Bauernhof. Wo ist das Ding hier? Das lege ich mir jetzt auf die 4 hier. Was ist da nicht weg? Der Feuerregen. Ja, ja. Gleich mal neue Mana hier anziehen. Ja, ja, warte, wo? Wie viele Heiltrünke habe ich? 12. Ja, 41. Ja. Die Sache mit Seekorb. Da sind so ein Haufen Suchende, das passt mir überhaupt nicht. Aber ich habe hier die Klaue Bilja einstecken, ja. Steck die Waffe, oh. Kluges Kerlchen. Hast du was gesagt? Da muss man mal. Guck mal hier, was ich habe. Das war noch schon vorher. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Ich könnte mir sowas auch nicht erlauben. Die Wegschreine sind geschändet worden. Na, guck mal, was haben wir denn dort, ey? Nee. Weiter. Wie viel brauchen wir hier noch? 13.000. Ach komm. Bauer. Bauer Horst. Bauer Horst. Ich will jetzt aber auch noch nie mit dem Bronco schwätzen, halt ihn, guck mich nicht so an. Ja. Ist was passiert? Du musst mir helfen. Die schwarzen Männer sind in mein Haus eingedrungen. Ich weiß, ihr Söldner habt es nicht so mit der Nächstenliebe, aber ich würde es euch auch entlohnen. Die Kerle sagten, sie würden etwas suchen, aber doch nicht in meinem Haus. Bitte, hilf mir, mach, dass sie wieder verschwinden. Erstens bin ich kein Söldner, sondern Drachenjäger. Und zweitens, das letzte Mal hast du eine große Fresse zu mir. Und jetzt auf immer hier die Schleimspuren hinterlassen, ne? Aber ja, ja, das ist da. Ihr seid da alle nicht mehr ganz dicht. Das mit der Armbrust, da komme ich nicht weit. Ich müsste die wieder Eseln packen hier. Guck mal an hier. Oh ja, Heiltrunk. Heiltrunk. Weichern auf der 142. Wie viel sind hier drin? 3 oder 4? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier. Ah, hier ist der, steht der Kamerad. Hier. Was war das denn? Ja, wir machen die in so einen Scheiß. Ja wohl. Jawohl, ja. Geladen. Hat er doch glatt ein Unwetter gezückt, der Drecksack. Ich hab keine Zeit für so eine Scherze hier. Och
Nee, jetzt lass mich in Ruhe, blöder Zombie. Hm? Ach da, warte. Mach du mal. Ich probiere es erstmal so. Machen wir erstmal hier wieder die 242. Ja. Das ist ja einer dort hinten. Ist ja nur noch einer drin oder nicht? Ey! Das ist ja schön, dass ihr hier euch gegenseitig rumkloppt. Na komm! Ja, aber die Erfahrung will ich haben. Kloppen sie sich wirklich gegenseitig kaputt? Ja, ich fass es nicht. Da machen wir die 141 hier, komm. Ja, das waren die Suchenden in Seekops Haus. Und damit sind die Suchenden auch kein Problem mehr für mich. Ja, und genau deswegen waren wir in Jagen da. Mhm. Ich wusste, nach Jagendorf wird alles besser. War falsch. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In der Schule wird geschrieben. Oh, hier, Truhe. Die Hallen von Irdorat. Eine Rune war da drin. Was sehe ich als Söldner hier mit einer. Als Drachenjäger mit einer Rune. Hier seid ihr witzig. Ja, was haben wir denn hier noch? Feuergrad, Mana-Bonus. Mana-Bonus, Lebensenergie. Hier, friss mal so einen dreckigen Pilz. Wenn ich kann doch einfach pennen gehen. Oder einen Heiltrank saufen. Ja, schmerze voll. Kaufe ich mir neun? Hier, guck doch mal hier. Kaufe ich mir neun? Wo sind wir denn hier? Jo. Seekorb, du Drecksack. Komm her. Jetzt gehen wir gleich mal Bronco ärgern. Dein Haus ist leer. Die schwarzen Männer sind weg. Das hast du gut gemacht. Ona kann sich glücklich schätzen, solche Leute an seiner Seite zu haben. Mhm. Ja. Nicht so schnell, mein Freundchen. Du hast doch was von einer Belohnung gefaselt. Oder soll ich mich da verhört haben? Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold geben und dich bitten, mich zu verschonen. Gib schon her, ich hab's eilig. Hier. Oh, und jetzt gehen wir hier hinter und holen uns Promos, zerkratzt die goldene Schale. Die haben wir da ja nicht mitnehmen können, weil wir die Truhe nicht aufgekriegt haben. Wo war die da Truhe? Habe ich die mitgenommen? Nee, Wark will ich noch nie probieren. Ja, warte mal. Oh, hier ein paar bisschen Erfahrung holen noch hier, komm. Da ist nichts zu holen. Oh, ist ja niedlich. Jetzt das Ding steht direkt vor deiner Nase, du Pfeife. Skelett? Hm? Oh, was willst du denn? Warum nehme ich eigentlich nicht die Blutfliegen aus? Bin ich bescheuert? Blutfliege hier. Nicht so, habe ich da rausgenommen. So, war da hier. War schon.
Oh, Scanner anschmeißen. Was ist denn hier vorne? Feldräuber. Hier, komm. Hey! Was ist denn hier? Leichenstoche. Okay. Ist das jetzt dieser Gitterhöhle oder ist das die Ecke mit den Banditen? Stufe gestiegen! Ab in die Stadtplanken lesen lernen. So, ja, nehmen wir den ganzen Mist hier mit. Juhu, Stufe gestiegen. Jetzt müsste ich 15 haben, die 16. Dann sind wir wieder soweit. Wie gesagt, ich gehe dann das Lesen lernen hier mit den Platten, mit den Steintafeln. So liegt hier noch ein unausgebeuteter Bandit rum. Weil der die zerkratzte Schale hatte, die ich haben wollte. Jawohl. Wisst ihr, Leute, manchmal habe ich wirklich mehr Glück als Verstand, das ist wirklich so. Muss ich den wirklich übersehen haben hier? Als ich hier war und das ganze Zeug geholt habe. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. So, ja. Ja, nun nimm doch den Scheiß mal, Mensch. Och, Alter. Ja. Gut. Speichern. 142. Gehen wir noch mal hier in Kloster, machen wir das erstmal. Dann gehen wir. Deine Mutter. Nee. Das will doch keiner wissen. Mich fragt ja keiner. Also diese Mutterwitze. Hey, klotz mich nicht an. Oh ja. Guck mal, was ich hab. Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her. Das ist ja unglaublich. Hast du auch nur am geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Ja. Nein. Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Ja. Ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Ja, Xardas ist ein Schwein. So, bevor ich jetzt irgendwo anders hingehe, gehe ich mal ein paar Heiltränke hier holen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Siehe da, Pyrokar kann sogar noch laufen. Ich brauche ein paar Dinge. Oh, hier, wie viel sind da jetzt? 10, 25 macht 250 Tacken. So, hier, komm mit. Komm hier, scheiß drauf. Ich hab's doch. So, hier. Nehmen wir mal mit. Ja, warte mal. Hat der Monsterschrumpf? Ich brauche ein paar Dinge. Muss mal gucken, ob ich irgendwo Monsterschrumpf noch herkriege. Ein bisschen sammeln für die Drachen. Die normalen Drachen kann man ja schrumpfen. Ich glaube, im allerletzten Drachen geht es, glaube ich, nicht. Aber wie lange ist denn das hier drin? 13. Gut, pass auf. Ich gehe jetzt in den Speicher jetzt natürlich nochmal. Gehe jetzt in die Stadt. Ja, ja. Wo ist die Stadt? Hier. Ja. Gehe jetzt in die Stadt. Dann beame ich mich nochmal zum Kloster. Und folge von dort aus, mehr oder weniger, dem Zeichen Innos.
Und mach auf dem Weg ein paar Suchende dort. Ich gehe mir die ganze Zeit so tierisch auf die Eier. Und ich überlege, meine ersten Suchenden hier in der Runde, ja, wie als es war, totgebissen. So. Jetzt reden wir hier mit dem Myx hier und holen uns das letzte hier mit den Steintafeln. Oh. Hey. Lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache. In der Sprache jeder dieser. Das haben wir alle schon zweimal gehört. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Jo. Wer hast du ja nie? Lehre mich. Es gibt. Ja, dann komm. Jo. Ja, ich will es aufheben. Aber hier, komm, leck mich doch mal. Zweierkampf. Will ich auf jeden Fall erstmal haben. Hat er die Waffe endlich jetzt anders? Nee. Na gut. Jo. Jetzt. Gehe ich nochmal hier irgendwo pennen? Ich wäre mir da nicht so sicher. Dann teleportiere ich mich wie gesagt zum Kloster. Und was schmeiße, werfe ich einen Renntrank ein. So, speichere nochmal. Kloster. Ja. Nein. Steck die Waffe weg. Ach, halt doch die Backen. Halt doch die Backen, Mann. Hier, Kloster. Nee. Kloster, ja, ja. Weiß ich auf die Grafik-Bug. So. Und weil wir natürlich keine Zeit zu verlieren haben. Ich meine, normalerweise haben wir alle Zeit der Welt hier. Niemand treibt uns, aber. Ich will das noch mit hier irgendwie in die Folge reinpacken. Mach den Scheiß hier weg. Na du. Na, du sitzt besser. Nö. Das klingt schon wieder, als würde ich mich über Sitzbesser lustig machen. Ah, hier! Nee, da! Hier, mach ihn tot! Komm, hier, hau! Guck mal! Der macht mich gleich tot! Hilfe! Ja, ist sie. Hat man immer große Fresse und dann sowas. Ja. Ja, Entschuldigung, das war, weil ich immer dem... Ach, verdammt. Ja, dann hocken die genau vom Kloster. Ach, jetzt muss ich nochmal da hin, oder wie? Ja, komm hier. Großbauer, Kloster. Gut, kein Rennsaft, dann müssen wir das eben so machen, dass wir den gleich von Anfang an hier verprügeln können. Steck die Waffe weg! Ich steck dir die Waffe gleich so weit in den Arsch, dass die oben wieder rausguckt, du Penner. Leck mich doch am Fußnagel, ey. Das geht ja überhaupt nicht. Steck die Waffe weg. Wir sind da ja nicht sonst wo. Ich bin ja der Held. Gar nichts zu sagen, du Blödmann. Ja. Suchender, ja. Da ist er. Da ist er. Hau doch mal tot den Kunden! Ja. Ja, wieder, ja, Heldtrank, hier, komm. Immer noch nicht voll, sag mal, wie viel brauchst denn du? Passon. Irgendwie habe ich den Eindruck, die hier so rumstehen. Und so, die sind wie anders, die sind irgendwie stärker. Was eigentlich Blödsinn ist, die benutzen alle den gleichen Zauber. Außer wenn sie Unwetter und so einen Scheiß nehmen. Jingle Bells, Jingle of the Way. Das haben die Marker dort oben, die Suchenden beim Steinkreis dort gemacht und meine Erfahrung geklaut. Penner. Maya. Tiff. Was war denn ist das hell? Ja, wir hätten auch einfach runterspringen können hinten beim Dings, aber wie viele Suchenden hier haben? Was ist mit dem da? Da ist der. Machen wir jetzt die 41 hier. Warte mal, ja. Weil er hat uns ja schon entdeckt hier. Ja.
Hallo? Sag mal, blocken die oder was machen die? Manchmal bei ein paar Schlägen, manchmal, da macht er ja gar nichts. Ja, machen wir den da. Und den da. Hab ich immer noch zu wenig Heiltränke. Ja, und ein Brot noch. Ja, komm. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Yep. Scanner einschalten. Ich hätte auch unter Akels Hof lang gehen können. Wäre kürzer gewesen. Ne, dann hole ich mir jetzt nicht. Ich will die nächste Folge, weil ich eh dort oben bin, Trollfolge daraus machen. Und in der Trollfolge wollte ich nicht unbedingt das Auge Innos mitmachen müssen. An der Brücke oben steht noch ein so ein suchender Heini rum. Der Rest des Weges sollte eigentlich frei sein. Das ist doch was. Wo hab ich den Scheiß? Da war da irgendwas mit Armbrust mit dabei. Armbrustschütze, ja. Lebensenergie. Bogenschütze, Lebensenergie. Mach mal, ja, komm. Na los. Das ist doch alles schon mal was, oder? Bogenschütze brauche ich sowieso nicht. Was ist das hier? Stärke. Komm hier. Ja, 45 Lebensenergie mehr, das ist doch schon mal eine Nummer, oder? Nur durch bisschen Steintafel lesen. Vor der Brücke stand jetzt einer, schon hinter der Brücke auch noch einer. Ja, da. Hier stinkt's nach Schattenläufer. Hast du es geschafft, jetzt bist du fertig. Hier. Ach, ich weiß, woran das liegt, weil die suchen, die anderen, die schießen eher. Da kommt schon wieder einer über die Brücke gewandert. Lass mich erstmal abspeichern hier, bevor ich dich dort den Ratten zum Fraß vorwerfe. Er ist zu nahe, scheiße. Nee, kein Mana. Nein, 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 nein. Jetzt trinke ich Mana statt Heilsaft hier. Mensch, komm hier. Jawoll. Kann ich mir wenigstens mal speichern hier. Oh ja, jetzt 142. Jawoll, ja! Mach tot! Mann, so ein Theater jedes Mal. Ich glaube, das passt ja nicht mehr wirklich in die Folge rein. Mit dem ganzen Gequake, das dauert ja auch noch, bis die das gemacht haben dort oben. Also schön, Leute. Jawohl. So. Dann machen wir jetzt hier an der Brücke
Ich spiele jetzt mal hier den Wegelagerer. Und warte, bis mir jemand Goldmünzen in meine Tasse wandern lässt. Jo. Und damit sage ich bis heute. Warte mal, warte. Wenn ihr jetzt nicht das schleunigste paar Goldmünzen in meine Tasse wandern lässt, dann höre ich mit der Folge auf. Mache ich sich so aus, als würde ich Witze machen? Gut, okay, keine Goldstücke, keine Folge weiter. Gut, damit bedanke ich mich heute fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.